Und damit herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft. Herzlich willkommen zurück in den Sturmgipfeln und herzlich willkommen zur ersten Folge, in dem ich am Anfang keinen Beutel aufmache, ja, weil das Mount haben wir schon in der letzten Folge gezogen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so schnell geht, aber es ist passiert, sodass ich jetzt eigentlich fast mountlos glücklich bin, denn auch alle Mounts, die ich mir in den Schattenlanden holen wollte, habe ich mir tatsächlich auch geholt bis jetzt. Und das ist recht witzig, weil ich habe jetzt auch noch Kralle. Nee. Maltraxus? Ja, hier, der bullige Todesrock, ne? Den habe ich mir jetzt auch geholt. Hat in der letzten Folge noch gefehlt. Jetzt schauen wir mal, ob der fliegen kann. Tatsächlich kann der fliegen. Gut, sieht ein bisschen strange aus mit seinen mit seinen lichtdurchlässigen Flügeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er sieht sehr interessant aus. Den gibt es auch noch in einer anderen Form. Mal gucken, ob ich den auch noch bekomme aus den Paragon-Kisten. Das war's auf jeden Fall. Erstmal schön den Protodrachen spammen hier. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Mir fehlt jetzt nur noch ein Mount, was ich momentan mit dem aktuellen Patch mir noch unbedingt holen möchte. Und zwar von den gewundenen Korridoren. Aber über die gewundenen Korridore werde ich mich nochmal zu späterer Stunde unterhalten. Denn es sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Themen aufgekommen durch die BlizzConline, die ich jetzt hier besprechen kann. Theoretisch würde ich jetzt versuchen, alles so schnell wie möglich durchzuballern an Themen. Ja, alles, was mich interessiert. Also klar, ich werde jetzt euch wahrscheinlich nichts Neues erzählen, wenn ihr euch mit World of Warcraft beschäftigt habt. Allerdings habe ich zu sehr, sehr vielen Punkten eine eigene Meinung. Und aber ich kann mir damit Zeit lassen. Denn der nächste große Patch, also ich meine jetzt nicht 9.0.5, der wahrscheinlich Mitte März kommen wird. Nein, ich rede von 9.1, der wahrscheinlich nicht vor Mai kommen wird. Und deswegen haben wir genügend Zeit, um uns über jedes ach so kleine Detail von der BlizzConline zu unterhalten. Und damit starten wir auch heute. Ich werde versuchen, nicht alle Themen komplett durchzuballern. Klar, es kommen ja unter der Woche auch immer sehr viele Themen auf. Manchmal mehr, manchmal weniger. In der letzten Zeit war es eher spärlich. Da habe ich mir selber so ein bisschen was aus den Fingern gesogen. Heute werden wir auf jeden Fall uns über das Cinematic unterhalten, was auf der BlizzConline rausgehauen wurde. Meine Meinung und meine Gedanken dazu, auch ein paar Anhaltspunkte, wie was sich in welche Richtung entwickeln könnte. Das werde ich heute besprechen. Ich weiß nicht, ob wir mehr schaffen. Ich habe in den letzten beiden Folgen schon ziemlich so geschludert, was das Questen betrifft. Und wir wollen ja auch vorankommen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal hier hin, weil ich denke, dass wir hier noch eine Quest haben. Tatsächlich, in der letzten Folge waren wir für diese Steinformer, ja, für diese Schmiede von Uldua unterwegs. Denn die wurden aus Uldua vertrieben. Und die Krieger sind, ja, was ist mit den Kriegern passiert? Sind die gefallen? Ich weiß es nicht mehr. auf jeden Fall ist das der Oberanführer und der meinte, ja, alle Schmiede von Uldua mussten dann plötzlich zur Waffe greifen und das ist hier so ein kleiner Rückzugspunkt und in den nächsten Dungeons werden wir auf jeden Fall auch mehr über die Geschichte auf jeden Fall erfahren. Jetzt gehe ich erstmal zu Hoguru und werde nichts verkaufen, weil ich nichts habe. War ich zwischenzeitlich ich glaube ja. Ich habe jetzt mir, glaube ich, Tod von oben wieder zurückgeholt. Und dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Was habe ich denn gesagt, was ich am Ende der letzten Folge mache? Oder ist das schon wieder eine ganze Weile her? Auf jeden Fall habe ich gesagt, jo, hier, PvP, zack. Oh mein Gott. Es kommt. Entschuldigung, möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Wollte ich irgendwas machen? Ich habe auf jeden Fall mein Bankschließfach ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Zeug. Ich habe ein bisschen was hergestellt. Was geskillt habe ich auch tatsächlich. Das war ja auch so der Plan, dass ich, glaube ich, Saroniten, Titan verhüten musste ich noch lernen. Titanstahl, das musste ich auch noch lernen. Genau, das habe ich alles getan. Jetzt sind wir wieder hier auf dem Standpunkt und jetzt reden wir mit Bruder Eisenbahn.
Seltsam, dass diese Plattenrüstung hier ist, doch wir müssen versuchen, so viel wie möglich mit ihrer Hilfe herauszufinden. Sie könnte Teil eines von Valdurans Plänen sein. Er hat ziemlich viel Zeit und Kraft darin investiert, das Erz für dieses Metall zu schürfen, es zu veredeln, das Metall zu schmieden und es auszutesten. An der nordöstlichsten Bergwand gen Osten findet sich ein Gebäude namens Mimirs Werkstatt. Es ist schon seit langer Zeit nicht mehr in Gebrauch, doch wenn wir Glück haben, funktionieren ein paar von den Knechten noch. Was? Von den Knechten? Bringt eure Plattenrüstung dorthin und versucht so viel wie möglich herauszufinden. Genau, wir haben in den letzten Folgen ein seltsames Erz entdeckt, was uns natürlich ein bisschen stutzig macht, weil die Typen hier kannten es auch nicht. Und jetzt wollen wir uns da irgendwie eine Rüstung draus machen oder irgendwie, irgendwas war da. Plattenrüstung untersucht. Ach nein, Quatsch, die waren ausgerüstet mit diesem Metall. Und jetzt wollen die Dudes hier natürlich untersuchen, was da vorgefallen ist. Ja, Leute, das Cinematic. Was soll ich dazu sagen? Ich war ja davon ausgegangen, dass wir die Transformation von Anduin in einem richtig geilen Cinematic. Und wenn ich vom Cinematic rede, dann meine ich auch ein richtig fettes Cinematic. So wie wir es in BFA hatten, so wie wir es in Legion hatten, so wie wir es in Wrath of Draenor hatten, als Gromash aus dem Trank von Gul'dan da getrunken hat. So ein richtiges, episches Cinematic, ja. Wie am Anfang von den Schattenlanden. Beziehungsweise der Release-Trailer war ja auch so, ne? War aus einzelnen Teilen so zusammengesetzt, also so ein richtig geiler Cinematic. Ne? Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es doch kein richtig geiler Cinematic wurde, sondern nur so ein Ingame-Cinematic. Aber gut, ne? Verstehe, Corona, blabliblub, man kann nicht die krasse Technik nutzen, die man jetzt vielleicht auf Arbeit hat, um sowas zu produzieren, sage ich jetzt einfach mal, so ein Motion Capture Studio oder was weiß ich, ist auf jeden Fall viel, viel aufwendiger, als so ein einfaches Ingame Cinematic zu machen, aber auf der anderen Seite hätten sie das natürlich auch zeigen können, wie der Kerkermeister nun wirklich Anduin zur Waffe macht, beziehungsweise Sylvanas war es ja, die ihn da zur Waffe gemacht hat. Stattdessen wird man die Bastionen führt und sieht, wie Anduin dahin marschiert. Und die Archon, die eigentlich schon, ich hätte der schon ein paar Intelligenzpunkte zugetraut, ja, hat ihn jetzt ganz einfach gewähren lassen. Klar, sie hat sich relativ sicher gefühlt, aber sie hat den Kerkermeister wahrscheinlich wirklich sehr unterschätzt. Sie weiß ja und sie unterhält sich ja auch mit den anderen Pakten und, also so scheint es mir zumindest, dass, sie wusste, dass Anduin vom Kerkermeister gefangen gehalten wird, ja. Und es zeigt mir, dass sie Archon echt den Kerkermeister komplett unterschätzt hat. Vielleicht, weil ihre Arroganz das nicht so zugelassen hat, anzuerkennen, dass der Kerkermeister schon ein Gegner ist, den man so wahrnehmen kann. Ja? Nichtsdestotrotz, Anduin tötet die Archon augenscheinlich, aber ich habe mich ein bisschen mehr informiert und in Entwicklerinterviews wurde bekannt gegeben, dass die Archon überlebt hat. Finde ich ein bisschen schade, weil erstens, sie ist eh ein Charakter, der entbehrlich ist, sage ich jetzt mal. Wir kennen die noch nicht so lange. Und man hätte schon noch so ein bisschen unterstreichen können, dass der Kerkermeister wirklich eine reale Gefahr darstellt, auch wenn er im Schlund ist. Und jetzt kommt er ja aus dem Schlund raus, quasi. Ne? Erz. Da unten ist Erz. Erz, Erz, Erz. Erze bereiten mir lustige Scherze. Nee, Quatsch. Das Erz. Genau. So sieht's aus. Wie gesagt, ich fand's schade, dass es kein richtiges Cinematic gab. Aber okay. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Hoffentlich, vielleicht kommt zu Patch 9.1 ein richtiges Cinematic. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Anduin sieht in seiner, ja, wie nennt man das jetzt? Kram-Waffenform aus wie Arthas. Das ist, glaube ich, eine gewollte Hommage sozusagen. Vor allem, weil man auch am Anfang des Trailers sieht, wie Anduin an an Uta vorbeigeht. Und Uta greift sich an die Brust, an die Stelle, wo er durch Frostkram getötet wurde und seine Seele zerteilt wurde. Ich denke, das war auch so ein leichter Hint vielleicht, dass er die Waffe gespürt hat, die Anduin bei sich trägt. So, was ist denn hier los? Die Knechte sind tot. Ja, geil.
Warte mal, hier ist auch Erz. Genau. Da unten. Sehr gut. So. Okay. Dann forschen wir mal, was hier abgeht. Da, oh, da ist einer, mit dem können wir reden. Der ist noch nicht am Boden zerstört. Yo, Chock. Moin. Ich habe diese seltsame Rüstungsplatte gefunden. Könnt ihr mir mehr darüber erzählen? Metallische Probe fremden Ursprungs ermittelt. Beginne Analyse. Oh, lol. Wie kommt der plötzlich da hoch? Okay. Exemplar identifiziert als Legierung aus Saronit und Eisen. Das Erz, das in dieser Probe verwendet wurde, stammt tief aus der Kruste Azeroths und wurde erst kürzlich aus der Erde geholt. Das Saronit in dieser Probe ist beinahe rein. Erze wie diese kommen natürlich nicht auf der Oberfläche Azeroths vor. Dieses Erz kann nur von einer mächtigen, bösartigen Präsenz geschaffen worden sein. Versuche die Datenbanken nach weiteren Informationen zu durchsuchen. Zugriff verweigert. Auf weitere Informationen kann auf Befehl des Hüters Loken nur in den Archiven innerhalb Ulduas zugegriffen werden. Aber eines ist gewiss, die Größe und Dicke dieser Platte sowie die Löcher für die Bolzen weisen auf ihre Verwendung als Rüstung für eine riesige Statue hin. Anfrage ausgeführt, kehre in Bereitschaftsmodus zurück. Oh Mann, mein Schlüpfsalb. Oh, eine Kiste. Ja, endlich mal wieder eine Kiste mit Gold. Okay, gut, da habe ich jetzt mehr erwartet, aber okay. So. Okay. Also. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nach Ulduar müssen. Ansonsten muss MacHelfer mal wieder eingreifen, weil Ulduar schaffe ich halt nicht alleine. Aber MacHelfer ist, denke ich, da gut schon mal ausgerüstet. Und dann werden wir jetzt erstmal schauen, ob wir hier jetzt überhaupt weiterkommen oder ob wir wirklich eine Quest von Ulduar bekommen. Weil ansonsten muss man dann nochmal in eine komplett andere Richtung wahrscheinlich gehen, was Quests zumindest betrifft. Aber wir haben ja hier noch das ein oder andere Lager übrig. Schließlich haben wir erst 2 von 9 Kapiteln abgeschlossen. So, dann gehen wir mal hier rein. So. Was habt ihr herausgefunden? Ruhr lauscht euren Bericht über das, was ihr in der Werkstatt herausgefunden habt. Valdurans Meister hat ihm also dieses unheimliche Metall gegeben, um damit die riesige Waffe zu bauen. Das muss es sein, was er für seinen letzten Schlag gegen uns einsetzen will. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er die Waffe fertig bauen und einsetzen kann. Ich habe irgendwie Angst vor der nächsten Quest. Wie kann ich euch helfen? Wir haben keine Wahl, Vorkan. Das, was ihr in Mimirs Werkstatt herausgefunden habt, bedeutet, dass wir handeln müssen, bevor Valduran seine Waffe fertig bauen und einsetzen kann. Selbst in diesem Moment erkämpfen uns die Verteidiger der Zuflucht Zeit, damit wir uns um Valduran, deren Sturmgeborenen, kümmern können. Ihr müsst nach Nidavir, jenseits der südwestlich gelagerten verschneiten Ebenen gehen, Valduran finden und ihm entgegentreten. Doch ihr werdet nicht alleine sein. Nehmt dieses Kriegshorn mit euch und lasst es erschallen, bevor ihr euch dem Anführer unserer Feinde stellt. Pruor und ich werden euch bei diesem Kampf zur Seite stehen. Und wir bekommen eine Hand, die, ja, möge die Erde euch leiden, natürlich nicht wieder so schön aussieht. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir den auch alleine schaffen könnten. Hm?
Oder nicht. Ich werde wahrscheinlich trotzdem ins Horn blasen müssen. So. Oh, Erz. Erz, Erz, Erz. Nö. Aber schön wieder tot von oben zu haben. Also, hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Was man halt, also, ich habe ja schon vor einigen Folgen davon gesprochen, dass ich wahrscheinlich wieder auf Gesetzlosigkeitsschurke umswitchen werde. Was man natürlich an der Stelle berücksichtigen muss, auf jeden Fall. Ich habe schon das Gefühl, dass Wokan schon komplett im Endgame ist. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass ich gerade mal 3 Talente freigeschaltet habe und uns hier 4 quasi noch entgegenkommen. Von daher ist es auch gar nicht so... Also klar, es ist vielleicht langweilig, weil man jetzt noch nicht so viel machen kann. Als Meuchler-Schurke oder generell, egal mit welchem Spec, kann man jetzt noch nicht so viel machen. Deswegen, ja, muss ich trotzdem mal schauen. Also es ist trotzdem mal wieder geil, so eine kleine Abwechslung zu haben, muss ich sagen. So, und dann noch eine ganz kleine Sache zum Cinematic. Und zwar sieht man am Ende, dass tatsächlich, wenn man schon das neue Gebiet sieht, was mit den Ketten der Herrschaft in den Schlund gezogen wird, dass Sylvanas Anduin anguckt und, ja, sie sieht nicht so begeistert aus. Also ich glaube, langsam kommen da tatsächlich Zweifel auf. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, Sylvanas wird ja in dem nächsten Raid der Endboss sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht sterben wird. Also ich glaube nicht, dass ihre Aufgabe da schon beendet ist. Dafür war sie in BFA viel zu sehr Badass-mäßig unterwegs. So, ich scheiß auf alles und ich habe ein Ziel vor Augen. Und jetzt merkt man halt, wie sie so ein bisschen daran zweifelt. Und ich glaube, entweder sie wird dann komplett einknicken, sodass sie uns quasi unterstützt im Kampf gegen des Kerkermeisters. Oder nach dem Raid wird sie wieder ihre eigenen Ziele verfolgen. Was ich eher denke, ich glaube nämlich, der Kerkermeister wird nicht der Endboss, kann ich mir nicht vorstellen. Also schon, es sieht so aus, aber ich glaube, da kommt noch was anderes. Da kommt vielleicht noch was anderes und Sylvanas wird auf jeden Fall auch ihre Hände mit drin haben. So, dann stoßen wir mal ins Horn. Valduran, der Sturmgeborene. Endlich ist die Tyrannei der Sturmgeschmiedeten zu Ende. Nie mehr werden eure Lakaien die Kreaturen des Steins und ihre Verbündeten angreifen. Ich bin euer Untergang, Valduran. Alter, Bruder. Wie vorhersehbar. Auf der anderen Seite, wer würde von einem... Was? Wenn ihr so versessen aufs Kämpfen seid, will ich euch nicht abhalten. Aber wisst ihr, dass nichts, wie was ihr tut, die Vollendung dieses Eisenkolosses verhindern kann. Schön drauf da. Die Erde ruft. Wir haben Valduran besiegt und werden seinen Koloss zu Fall bringen. Gut gekämpft, der Tag gehört uns, aber der Krieg geht weiter. So, wunderbar. Okay, den Koloss werden wir vielleicht sogar schon noch in dieser Folge zu Fall bringen. Also... Das ist ja der Große, wenn er da noch eine Waffe bekommt. Holy shit. Also der wäre wirklich, glaube ich, dann wäre wirklich zappenduster alles, ey. Dann wäre es ja wirklich komplett vorbei. Kann man eigentlich drauf fliegen? Witzig. Okay, wenn der erwacht, ist, glaube ich, wirklich vorbei. Da würde, glaube ich, nicht mal Ulduar standhalten. Obwohl, der ist... Ja, vielleicht ist es sogar ein Boss in Ulduar. Jetzt möchte ich natürlich mal ein bisschen schauen. Die Versammlung des Eisens. Kologran.
Okay, interessantes Bossmodell. Hodia, Thorim, Mimiron, Yoxaron mischt auch mit. Und Algalon, der Beobachter. Droppt er nicht hin. Die zerschmetterten Fragmente von Valanir? Was bringt das? Okay. Yoxaron. Mimirons Kopf. Ah ja, es ist ja ein Mount. Königsbann. Ist auch ein schöner Dolch. Ist wirklich ein schöner Dolch. Okay. So. Okay, also das erste Thema hätten wir jetzt erstmal. Und, ah ja, genau, das sieht man auch noch. In der Szene, als Anduin auf die Archon stürzt, sieht man den eigentlichen Anduin so ein kleines bisschen durchblitzen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch nicht Hopfen und Malz verloren, dass Anduin im Kern seiner Sinne noch da ist irgendwo. Und das ist ja ein großer Unterschied zu Arthas. Arthas war ja, der hatte ja fast keine, also der hatte ja gar keine Zweifel. Also, als er in seiner neuen Form war, hatte er gar keine Zweifel mehr gehabt. Und Anduin hat wahrscheinlich noch sehr große Macht, aber die muss wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen rausgekitzelt werden. So. Bergfels, der Steinformer, was hast du für uns? Ihr seid auf der Suche nach etwas. Valdoran ist endlich tot und die Sturmgeschmiedeten geschwächt. Doch falls etwas Wahres an seiner Prahlheit dran sein sollte, dann müssen wir die Chance nutzen und die Sturmgeschmiedeten bekämpfen, jetzt da er nicht mehr da ist. Die Waffe, die sie bauen können, könnte unser Ende sein. In meiner Torheit dachte ich, dass Valdurans Projekt in Navirs Wiege, ein großes Baugebiet im Süden, nichts weiter sei als ein groteskes Monument für Hüter Lokens Grausamkeit. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Es sollte als Waffe gegen uns auf die Allianz und die Allianz dienen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Eisenkoloss fertiggestellt wird, Vorkan. Da dies das Ende der Zuflucht bedeuten würde. Begebt euch zu Navis Wiege, findet die von den sturmgeschmiedeten Handwerkern genutzten Blitzschmieden und sabotiert sie. Das können wir doch gerne machen. Das ist so eine schöne Sache. So. Ja, das war alles. Also ihr könnt ja mal eure Meinung zu dem Cinematic gerne in die Kommentare schreiben. Das war auf jeden Fall das Thema, was ich in dieser Folge heute hier ansprechen wollte. War jetzt nicht so das krasse Thema, weil man auch nicht viele Interpretationsmöglichkeiten hat, halt außer bei Sylvanas und Anduin. Ansonsten habe ich aber noch ein paar Themen, über die ich gerne sprechen wollte, auf jeden Fall. Aber das werden wir uns dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen anschauen. Jetzt werde ich mich erstmal hier aufs Questen konzentrieren. Jetzt werden wir erstmal ein paar Schmieden Sabo. Da unten ist eine Quest. Ist hier eine Höhle? Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber okay, dann werden wir jetzt erstmal hier die Schmieden sabotieren. Das sieht aber auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Ja, ich hätte vielleicht, da mache ich aber kurz mal die Sounds aus, noch ein anderes Thema, über das ich gerne reden möchte. Und zwar wisst ihr ja, also ihr wisst es von Anfang an, wer hier schon öfters mal zuschaut, da fragt ihr euch bestimmt, oder ihr habt euch bestimmt schon mal im Laufe dieses Projektes gefragt, wie lange dauert es eigentlich, bis Vorkan auf Max-Level ist? Ja, ist eine Sache, die kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Und ich weiß, dass es in dem Tempo, wie wir jetzt weitermachen, wirklich noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte
ja gut, Jahrzehnte ist vielleicht übertrieben, aber 10 Jahre kann es wirklich noch dauern, bis ich wirklich auf Max-Level bin und wirklich den Endcontent so genießen kann, wie man ihn genießen könnte. So. Und ich habe mir überlegt, man könnte ja ab und an mal so einen kleinen Event-Stream machen. Ja. Da wird einfach mal eine Woche lang, also in einer Woche keine Walkan-Folge rauskommen, sondern da wird es einfach einen Stream geben, der sich dann auch nahtlos in die Playlist von dem guten Walkan einfügt. Allerdings werde ich in dem Stream, der wird auch länger gehen als 2 Stunden, weil sonst hätte ich ja quasi nur 2 Folgen gut gemacht. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Questen. Vielleicht ein paar kleine interessantere Themen ansprechen. Und also ich will nicht sagen, dass sich das Format nie verändern wird. Es kann sein, dass irgendwann mal so sein wird, dass ich gar keine Folgen mehr mache, sondern wirklich einmal in der Woche einfach streame. Ja, für länger als 1 Stunde. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ist erst vor kurzem in meinem Kopf gekommen. Es wundert mich eigentlich, dass ich daran noch nie so richtig gedacht habe, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dieses Projekt ist auf jeden Fall sowas von dynamisch und es wird sich sowas von verändern. Das ist ja mal klar, ihr seht es schon. Die Thumbnails haben sich wieder geändert. Gut, das lag daran, dass ich die ältere Vorlage aus Versehen gelöscht hatte. Und ich, sonst habe ich immer nur den Titel geändert, beziehungsweise die Nummer auf dem Thumbnail. Jetzt war alles komplett weg. Und da habe ich das Thumbnail mal wieder ein bisschen aufgefrischt. Und klar, es wird sich wirklich was verändern. In einem Jahr werden die Folgen hier vielleicht wieder ganz anders aussehen. Vielleicht höre ich mich anders an oder es sieht irgendwie anders aus oder die Thumbnails sind anders, neues Intro, anderes Outro, was weiß ich. Oder vielleicht streame ich schon in einem Jahr wirklich alle Walkan-Folgen, weil das Rendern, ich weiß, ich hatte gesagt, jo hier dieses Jahr ganz neu 4K mit Walkan. Das war letzte Woche zumindest wieder so ein kleines bisschen zu Verhängnis geworden. Ja, weil ich hatte eigentlich gesagt, das habt ihr ja wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, diejenigen, die hier nur dieses Projekt verfolgen, ich hatte am Stream vorletzte Woche gesagt, dass die Walkan-Folge von letzter Woche ein paar Tage später rauskommt, weil ich mein MacBook vergessen habe auf Arbeit und da war das Material drauf und ich war im Homeoffice und dann war Wochenende und dann hatte ich Probleme, aber ich habe es zum Glück geschafft, noch auf Arbeit zu rendern und hochzuladen. 4K war da halt Montag 20 Uhr nicht verfügbar, aber es war pünktlich online, ja, und das ist so ein Ding, da bin ich schon dankbar, dass ich es doch noch geschafft habe, weil ich wollte hier wirklich mit Walkan, es kommt nur einmal in der Woche eine Folge mit Walkan, dann soll das natürlich auch so die bestmöglichste Qualität haben, sage ich mal, und wenn ich jetzt plötzlich mit Streams komme, ist 4K natürlich in weiter Ferne, ne. Aber so würde es wenigstens ein bisschen weiter schneller vorangehen. Wobei, schneller ja im Sinne eigentlich nicht, weil ich kann jetzt hier nicht so, wie ich das alles in einer Walkan-Folge mache, 5 Stunden am Stück machen. Also, das wäre, glaube ich, schon ziemlich krass, hier die Quests vorlesen, dann meine Gedanken oder über ein Thema sprechen. Das wäre schon ziemlich krass, aber Streams sind auf jeden Fall mit Walkan nicht ausgeschlossen. Es werden sowieso früher oder später Streams kommen, spätestens wenn ich im Endgame bin mit Walkan. Dann werde ich ja den neuen Content auch mit Walkan genießen, beziehungsweise... ich weiß es nicht, wie ich es da mache, weil Klapper soll ja auch nicht vernachlässigt werden, ne? Ist halt nicht so einfach, jetzt hast du auch plötzlich eine Quest wieder? Willst du mich komplett verarschen? Was willst du denn? Bergfest hat vor, die Pläne der Eisenzwerge in Navius Wiege zu durchkreuzen und ich habe mir dazu auch so meine Gedanken gemacht, die Arbeit am Eisenkoloss würde ohne Fachleute zum Erliegen kommen. Navius Wiege liegt auf der Südseite des Hügels, der Bergfest Zuflucht überragt, geht dorthin und vernichtet alle sturmgeschmiedeten Konstrukteure. Willst du mich verarschen? Habe ich die Quest vorhin gar nicht gesehen oder was? Ja, das wäre so eine Quest gewesen, die hätte mal mit der anderen gerade zusammen machen können, aber ich habe es irgendwie komplett verpeilt. Also ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, übrigens werde ich jetzt doch nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar auf den nächsten Raid, weil ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass Sylvanas der Endboss ist. Ein weiterer Boss des Raides ist uns natürlich auch bekannt. Ja, also für die Leute, die regelmäßig Turgas besuchen auf jeden Fall. Und zwar der Taragru. Taragru. Ja, der Taragru, der kommt momentan noch, wenn
wenn man keine Leben mehr übrig hat in Torghast. Dann kommt der Typ von hinten und macht dich kaputt. Und das soll sich dann mit 9.1 auch verändern, weil der Taragru ist dann ein Boss im neuen Raid. Und der neue Raid ist in Torghast tatsächlich. Also sehr viele Mechaniken werden wir da, glaube ich, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich glaube nicht, dass die den komplett neu designen. Ich denke, er wird schon ziemlich an den aktuellen Torghast angepasst sein. Klar, mit 9.1 kommen auch neue Ebenen dazu und auch neue Mobs, die da drin auftauchen werden. Und die werden wir dann höchstwahrscheinlich auch in dem Raid sehen. Aber der Raid spielt in Torghast. Ist sehr, sehr interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind auch wieder sehr viele Bosse. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Und da gibt es auch kein Raid-Tier-Set. Also beziehungsweise es gibt keine Klassensets, sondern es gibt einfach die Sets, die man quasi als legendäre Gegenstände herstellen kann. Die kann man ja nicht dran smoggen. Und die gibt es dann einfach als Set in dem Raid. Ja. So. Sanktum der Herrschaft heißt der Raid. Und ich weiß nicht, ob es in BFA irgendwann mal hieß oder als Shadowlands angekündigt wurde. Ich glaube, so war es, weil ich erinnere mich irgendwie daran, dass gesagt wurde, hier am ersten oder in einer der ersten Raids kann man Sylvanas umhauen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, die Aussage. So, wir müssen noch 4 von den Konstrukteuren umhauen. Und dann, zack, kann ich auch endlich mal ein Thumbnail machen von dem großen Boy. Von dem Big Boy. Ein bisschen weiter hinten vielleicht. So. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Ja, ein paar allgemeine Worte zur BlizzCon kann ich auch noch verlieren. Was jetzt nichts unbedingt mit WoW zu tun hat. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie in der Eröffnungszeremonie weder was zu Overwatch 2 gezeigt haben, noch irgendwelche Worte zu Heroes of the Storm verloren haben. Und StarCraft muss auch ein bisschen zurückschrauben. Also ich denke, die werden sich wirklich nur momentan auf, also StarCraft und Heroes of the Storm, vor allem in solchen Zeiten ist es natürlich klar, dass man sich da nicht auf diese, ja, kleineren Dinge konzentrieren kann. Ich meine, StarCraft ist schon ein größeres Universum, aber Heroes of the Storm, da haben sie ja sowieso die Arbeiten schon eingestellt und jetzt zu Corona ist es natürlich noch viel, viel weniger. Klar, wird es Leute geben, die noch für Heroes of the Storm bezahlt werden, aber ich hatte Hoffnung, dass irgendwie so ein HOTS 3.0 angekündigt wurde, aber ich hätte mir denken können, jetzt durch Corona, dass da nicht viel zustande kommt. Es wurde halt viel über Diablo 4 gezeigt und auch ein neuer richtiger Cinematic, ja. Wurde gezeigt und es wurde halt schon vorher verlautbar gemacht, dass Overwatch 2 und Diablo 4 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Und ich glaube auch, dass Overwatch 2 auf jeden Fall eher erscheinen wird als Diablo 4. Das ist klar, weil Diablo wurde auch irgendwie über 4 Jahre, 5 Jahre hinweg angekündigt und dann kam es erst raus. Also, ich meine, gut, die zeigen schon sehr viel, also die haben auf jeden Fall schon richtiges Gameplay-Material gezeigt, eine neue Klasse vorgestellt, was sie ja mit dem Patch von 9.1, ja, muss man mal kurz sagen, sie haben gar kein Gameplay gezeigt, die haben nur uns ein paar Screenshots gezeigt, aber das war's dann auch, ein paar Concept Arts von dem neuen Mega-Dungeon haben sie auch gezeigt, also viel Gameplay gibt's da noch nicht. Und auf jeden Fall hat die Corona-Krise härter zugeschlagen, als man, beziehungsweise als die Entwickler selber gesagt haben. Und ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht zugeben. Ich meine, ich habe es schon mal vor ein paar Folgen gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, letztes Jahr, genau vor einem Jahr, als das Ganze mit Corona anfing und so aufgezeigt wurde, dass es halt so Probleme gibt, sage ich mal. Corona als Ausrede zu nehmen, das ist doch, dieser Trend hat sich doch 2020 komplett entwickelt. Ich meine das jetzt nicht mal negativ, ne? Ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, aber man hört dann von vielen Stellen, manchmal natürlich total begründet, aber manchmal halt komplett unbegründet. Ja, hier wegen Corona. Nee,
An einigen Stellen halt komplett nicht, aber die nehmen es halt als Ausrede, weil das zieht natürlich. Ne? Warum die dann nicht sagen, jo hier, wir wurden doch ein bisschen härter getroffen, als wir gedacht haben. Ne? Deswegen kommt 9.1 erst zwischen Mai und Juni. Also ich finde es krass, weil ich muss sagen, ich habe, klar, ich muss noch viele optionale Missionsstränge machen in, wieso wird der mir eigentlich noch angezeigt, wenn ich den gar nicht mehr brauche? Das ist doch schon wieder kompletter Schwachsinn hier. Ich habe doch sehr viele optionale Missionsstränge übrig mit meinem Main-Character, die ich auf jeden Fall noch vervollständigen möchte, bevor der neue Patch rauskommt, weil dann kommt ein neues Gebiet und dann hat man dort wieder zu tun. Und ich wette, der ein oder andere Meta-Erfolg mit einem geilen Mount wartet auch um die nächste Ecke und da will ich mich natürlich darauf eher konzentrieren, statt noch älteren Content nachzuholen. Also, das alles steht noch auf meiner Agenda. Ja, und natürlich Mythisch Plus, wobei ich denke, dass ich Mythisch Plus wahrscheinlich irgendwann, also ich werde jetzt Mythisch Plus auf jeden Fall nicht straight durchziehen, beziehungsweise meine hohen Keys, die ich meistens spitzens Aufstiegs gehe. Was ist denn jetzt mit der Quest hier? Warum wird mir das noch angezeigt? Die sind so leicht gelb unten drunter, das bedeutet doch, dass man die für eine Quest braucht. Was ist denn jetzt hier nicht richtig? Ja, komplett irreführend. Ja, also ich glaube nicht, dass ich das mit plus 10 und höher immer... Guck dir das an, die sind so dargestellt, als wenn die irgendwie eine Quest... als ob ich die für eine Quest brauche. Sturmgeschmiedete Kriegsgolem seit... Ach so, ist es vielleicht, weil man die abbauen kann? Aber es war doch vorhin nicht. Egal. Dass ich das so durchziehen werde, weil... Ich muss auch sagen, ich scheiße auf GS. Ich bin so zufrieden momentan mit meinem Equipment. Ich habe zwar immer noch keine gute Waffe, also ich habe eine Waffe aus einer Weltquest bekommen, aber ich habe so viele Gegenstände, die die besten Werte für mich haben. Da scheiß ich doch drauf, mir höheres Equip verdienen zu wollen, was am Ende eh nicht droppt. Ja? Das muss man mal so sagen. Und jetzt geben wir erstmal die Quests ab. Ich dachte eigentlich, dass wir hier weiterkommen heute, aber irgendwie habe ich mich dann doch wieder festgequasselt. Früher hätte ich niemanden um das bitten können, was ihr getan habt, aber meine Ergebnisse mit den Eisenzwergen haben diese Gefühle erstickt. So haben wir sichergestellt, dass der Feind nicht allzu bald vorrücken kann. Die Erde ruft. Ausgezeichnete Arbeit. Zwar wird das die Eisenzwerge nicht aufhalten, aber es wird sie wertvolle Zeit kosten, diese Schmieden wieder aufzubauen. Ich wage zu behaupten, dass wir nun im Vorteil sind. Bis zu unserem nächsten Aufeinandertreffen. Ihr habt Großes geleistet, als ihr die Arbeiten beim Bau des Eisenkolosses verzögert habt. Allerdings fürchte ich, dass wir die Sturmgeschmiedeten dadurch nur noch entschlossener gemacht haben, den Bau ihrer Waffe zu vollenden. Selbst jetzt schicken sie immer noch neue Arbeiter und die Aufseher treiben sie an ihr Äußerstes. Aber am Ende können wir vielleicht nicht verhindern, dass sie den Koloss erwecken. Kehrt zurück zu Navis Wiege im Süden und findet die Dokumente, die mehr über die offensive und defensive Fähigkeiten des Kolosses verraten könnten. Sie sollten sich in der Nähe der Zelte und Schmieden auf den niedrigsten Ebenen befinden. Möge die Erde euch leiden. Das klingt doch tatsächlich nach dem perfekten Auftrag für einen Schurken. Meint ihr nicht auch? Ja, also das mit den Livestreams mit Vorkan ist noch nicht so spruchreif. Ich wollte das eigentlich auch nur zu Events oder so machen, also alle 10 Folgen oder so. Ja, das, wie gesagt, die Idee steckt auch noch in den Kinderschuhen. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du davon halten würdest. Also ich würde schon eher so 2 Stunden oder 3 Stunden angehen. Wobei mehr als auch wieder ziemliche Anstrengung, aber so würde man wenigstens mit Vorkan so ein bisschen vorankommen, weil ich weiß, es geht voran, sehr, sehr langsam, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier auf der Stelle trete mit Vorkan. Nicht nur was das Level betrifft, da bin ich ja selber schuld, wenn ich den EP-Blocker reinhaue, aber ja. So, wo ist denn hier? Da. Oh, wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich hier nur bestehlen. Klar bietet sich's an,
wenn man mal in Dungeon oder so geht, ich glaube auf jeden Fall Raids, meine ich, wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, weil man braucht schon ein bisschen länger für die Raids. Vielleicht mache ich einfach mal so einen Raid-Abend mit Denkster, der zieht mich dann einfach durch alle Raids, die man hier hatte in WOTLK. Das wird auf jeden Fall auch eine so eine Sache, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass das in einem Stream enden wird. Da ist das bietet sich einfach an. Das wird da wirklich mal, nachdem ich hier komplett durch bin, uns mal so ein bisschen angucken. Ich wollte zwar irgendwann mal alles alleine machen, aber so bekomme ich wenigstens noch ein bisschen was mit von der eigentlichen Story und bekomme auch gleich ein bisschen Equipment mit, was ich dann später auch nicht mehr so mir erfahren muss. So, konntet ihr die Dokumente finden, nach denen wir suchen? Bergfels wirft mit großen Augen einen Blick auf die Dokumente. Junge, der macht Auge. Ich hätte niemals gedacht, dass die so etwas zustande bringen können. Unsere Männer werden gegen dieses Ungetüm keine Chance haben, wenn es erst einmal frei fertiggestellt ist. Glücklicherweise fehlt ihnen eine entscheidende Komponente. Oha, na was kommt jetzt? Laut den Dokumenten, die ihr aus Navias Wiege erbeuten konntet, ist der Eisenkoloss fast fertiggestellt. Es wird nur noch ein wichtiger Bestandteil des Herz des Sturms. Ohne diese Komponente wären die Waffen des Eisenkolosses weitaus schwächer als im Konzept dieses Ungetüms vorgesehen. Wenn wir Aufseher Navier daran verhindern, an das Herz zu gelangen, können wir den Koloss vielleicht besiegen. Notizen auf dem Dokument, das ihr gefunden habt, besagen, dass sich das Herz in Uldis befindet, einer Titananlage weit im Süden. Den Eingang findet ihr auf der südlichen Seite eines großen Berges, der den Strom Bors Atem überragt. Alter, ich dachte schon in Uldir. Aber das machen wir jetzt natürlich nochmal ganz fix. Das Herz des Sturms holen wir uns. Ich weiß, geht wieder in Richtung XL-Folge, aber das ist kein Ding. Dann sind wir damit vielleicht dann sogar durch, dass wir dann in der nächsten Folge wieder mal in ein neues Questlager starten können. Wobei, ich verspreche es nicht, aber wir gehen schon mal in die richtige Richtung. Vielleicht müssen wir dann den noch bekämpfen, wobei ich glaube nicht, dass es, also ich habe noch nie in WoW ein Monster bzw. ein Boss getroffen, der so groß ist. Der wirklich so groß ist. Also, holy shit, der ist ja wirklich riesengroß. Da gibt's bestimmt keinen sich bewegenden. Also, der ist ja wirklich riesengroß. Das ist ja komplett lächerlich, wie groß der ist eigentlich. Also, lächerlich im Sinne von, ist sehr groß. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, schön Protodrachen posten. Es hat mir auch noch nie jemand geantwortet auf dieses... Oh, warte mal, ist das hier drin? Ist das hier? Kann man da reinfliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Wo geht's denn hier hin? Kann man vielleicht doch hier reinfliegen? Ne, sieht nicht so aus. Was ist das denn? Alter. Okay, gut, hier ist doch ein bisschen mehr was los. So, aber wo ist der Eingang zu der Höhle? Beziehungsweise nicht zu der Höhle, aber ihr wisst, was ich meine. Hier, oder was? Also doch oben. Bin verwirrt. Tempel der Stürme. Versucht das Herz des Sturms an euch zu bringen. Das ist doch nicht da ganz oben. Aber der Boy hat auch noch eine Quest für uns. Warum hat der Boy auch noch eine Quest? Oh Junge. Das ist auch wieder eine Quest, die nicht angezeigt wird. Es kotzt mich so an. Es kotzt mich einfach so an. Wie komme ich hier rein?
Bin ich da vorbeigeflogen oder was ist los? Vielleicht ist der Eingang einfach hier seitlich. Ah, nee, noch nicht. Harpien. Ach, da. Oder? Als ob man hier so reinfliegen kann. Ihr wollt mich doch ver... Wo kann ich hier fliegen? Das ist doch... Och, nö. Och, nö. Hey, kannst du mich runterlassen? Ihr habt nicht ernsthaft geglaubt, ich würde euch hier so einfach reinmarschieren und das Herz des Sturms nehmen lassen, oder? Ja. Ihr mögt Valduran getötet haben, aber das wird mich nicht vom Abschließen des Kolossus abhalten. Warum nicht? Junge, lass mich frei. Na toll, setzt er seinen Ruhestein ein. Na toll. So wie zu in der nächsten Folge wieder, anderes Questlager. Shit. Ja, gut. Satz mit X war wohl nix, ne? Aber das nehme ich trotzdem schon mal als mögliches Thumbnail für die nächste Folge. Weil vielleicht geht es auch wieder hier in die Richtung. Dass wir hier nochmal rein müssen. Ey, dieses riesengroße Titan. Alter, holy shit. Das lässt ja das Herz des Ingenieurs höher schlagen. Sehr heftig. Das ist ja richtig heftig. Hätte nicht gedacht, dass da sich so ein Konstrukt dahinter befindet, beziehungsweise unter dem Tempel der Stürme. Das finde ich ja richtig krass. Da sieht man mal, dass diese ganzen Götter oder so, ja, hier vielleicht nicht mal mehr Macht haben durch irgendwelche Naturgewalten, sondern dass das alles wirklich maschinell herbeigeführt wird. Ich meine, klar, in WoW gibt es natürlich auch sowas wie Magie und so, aber... Das sieht zumindest so aus, weil der Sitz von Thorim eigentlich ein riesengroßes Titanengebilde ist. Genauso wie der Dude hier. Echt heftig, ey. Heftig, deftig, er wird sich gut. Pommersche aus dem Buchenrauch, ne? Wisst ihr Bescheid. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie da die nächsten Schritte aussehen, aber das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfahren. Leute, denn die Zeit ist rum. Ne? Wie kann ich euch helfen? Das Herz in Navius Besitz wird dem Koloss seine volle Stärke verleihen. Wir werden keine andere Wahl haben, als zu versuchen, uns dagegen zur Wehr zu setzen. Ja, war ja toll. Wir bekommen Hosen, die uns nichts bringen. Schon mal ein kleiner Spoiler hier an der Seite. So, ich hoffe, dass sich Zukunftswalkern wirklich daran erinnern wird, dass wir beim Tempel der Stürme noch eine Quest haben. Aber vielleicht geht es auch das nächste Mal schon dahin. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Questreihe hier noch gehen wird. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Kapitel auf jeden Fall heißt Sabotage des Eisenkolosses. Ob das jetzt noch eine Sabotage wird, das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du jetzt noch mehr von Vulkan erleben möchtest, dann kannst du oben rechts auf das i klicken. Dort findest du alle Folgen in einer Playlist. Ansonsten, wenn du dich für das aktuelle WoW-Geschehen interessierst, dann empfehle ich dir, in der Endcard gleich unten rechts auf die Playlist zu drücken. Und dort gibt es dann alle WoW-Livestreams, die ich bis jetzt hier so hatte auf meinem Kanal, in der Übersicht. Da kannst du dich auch nochmal durchklicken. Ansonsten findest du dann dort an der Stelle die nächste Folge, sollte die schon da sein. Ich bedanke mich, würde mich freuen, wenn du ein Like da lässt oder auch die Abo-Glocke sozusagen abonnierst, beziehungsweise draufklickst, denn da bekommst du dann immer eine Meldung, wenn es eine neue Folge mit dem guten Vulkan gibt. Gut, das war's von mir. Ich habe schon wieder zu viel geredet. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Tüdelü.